So, wenn du im Morast trittst, versinkst du und kannst dich auch nicht durch Schwimmen mehr retten. Jo. Ist mir klar. Also, war mir von Anfang an klar. Haben wir ja irgendwie im dritten Part mit Fatih, haben wir ja das diskutiert. Er meint so, ja, geh doch mal rein. So, nein, du stirbst einfach. So. So. Hier ist noch irgendwo ein Schrein in der Nähe. Tatsache. Irgendwo da unten ist der Prinz. Auf der Brücke hat er gemeint, ist der Prinz. So, Prinz. Es geht. Prinz Shidon. Oh, Cutscene. Hier bin ich. Hier. Und hopp. Shidon, Prinz der Soras. Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Shidon, please. Ah. Ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Shidon, Prinz der Soras. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Ich bin Link, Boy. Link! Link also, ein guter Name. Habe ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass dich mal ansehen. Wie du dich bewegst, diese Körperspannung. Du bist etwas ganz Besonderes, so viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Geht so. Keine falsche Bescheidenheit. Ich bin Prinz der Soras, ich habe ein Auge für sowas. Gut, Spitze! Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der die Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an, meine Heimat, das Dorf der Soras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörliche Regenfluten auf uns herabprasseln. Deswegen regnet's hier so oft. Wir brauchen dich im Dorf der Soras, wirst du uns helfen? In Ordnung. Oh, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf der Soras ist so gut wie gerettet. Bitte beeil dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesen Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Aber hi ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Okay, deine Posen sind ein bisschen keck. Oh, da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drück dir die Flossen. Elektromedizin. Schützt dich vor elektrischen Schlägen. Hey, danke, Mann. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Die Medizin ist auch für die Hylianer gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Soras nichts viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich verlasse mich auf dich. Ist ein nicer Boy. Den finde ich cool. Ist vielleicht ein bisschen hyper. Vor allem jetzt meine Stimme richtig am Arsch. Oh, ich kann nicht richtig klettern. Da werde ich aber trotzdem noch hochkommen, oder? Okay. Das habe ich mir anders vorgestellt. So. Saokori-Schrein. Saokori-Schrein. Oh, eine Bete. Eine Rübe, meine ich. Gut, der Schrein, den hat er ja uns die ganze Zeit schon angezeigt. Den machen wir schnell noch, bevor wir den beschwerlichen Weg ins Soradorf machen. Und ich denke, wenn ich im Soradorf angekommen bin, beende ich das, die Aufnahmesession auch für heute. Ich gucke auf die Uhr. 4 Minuten, 5, 4 Stunden 35 nehme ich schon am Stück auf. Ich habe heute insgesamt irgendwie 8 Stunden aufgenommen. 9, wenn es gut läuft. Kraftprobe leicht, Sarkori-Schrein. Habe ich zufälligerweise eine gute Waffe? Ne, also eine gute Waffe? Boomerang, der ist ziemlich stark.
Hoffentlich ist es nichts allzu Schlimmes. Ich habe nämlich irgendwie keine Pfeile. Ah, wieder so ein Ding. Diesmal... selbes? Ist das dasselbe Ding? Hm. Okay. Will eigentlich A drücken. Oh. Okay, das hat nicht viel Damage gemacht. Ah, das macht er nochmal, okay. Vielleicht macht es diesmal ja mehr Damage. Nope. Kein Deut, besser. Wow. Ouchies. Okay, er macht wieder die Drehattacke. Soll mir recht sein. Damit mache ich ihm am meisten Schaden, wenn er das macht. Ah, jetzt macht er die. Aua. Ist er... ne, ist er noch nicht tot. Also noch nicht gebrochen. Ah, jetzt ist er tot. Jetzt ist er gebrochen. Soldaten, Zweihänder, jo. Okay. Fuck. Shit. No. Okay, weißt du was? Ich gehe einfach drauf. Hm. Ja, Zweihänder ist vielleicht nicht die allerbeste Methode gerade gegen den. Gegen etwas, was so schnell ist. Oh, das war ein nicer Treffer. Huh! Das war ziemlich geil. Meine Schildtasche ist voll, okay. Kann mir recht sein. So, nehme ich noch die ganzen Schrauben mit. Okay, das war nice. Der letzte Hit war... mh, just right. Just right. So, was kriegen wir? Ritterbogen! Hoho! Oh. Ich kann bestimmt einen Bogen entbehren. Ja, den Reisebogen kann ich entbehren. Der ist gerade ziemlich schlecht. Ich kann mal zwei wegwerfen. So, öffnen. Gib mir den fucking Soldatenbogen. Ritterbogen, meine ich. So. Und du gibst uns bitte mal die... ich kann mir den Namen nicht merken. Irgendwas mit Bewährung. Zeichen der Bewährung. Okay. Dann haben wir jetzt 6 davon. 2 mehr als wir brauchen. Eigentlich. Gut, und ich würde sagen, wir machen uns auf ins Soradorf. Wenn wir dort angekommen sind, mache ich fertig. Egal, wie weit ich in dem Part bin. Ich habe nämlich den Part noch nicht einmal beendet in den 4 Stunden. Ich habe einfach nur Sachen gemacht. Ah. Naja, gut. So. Solange kein Sturm kommt, im Sinne von Blitzen und so ein Shit, sollten wir eigentlich voll okay dabei sein. Ich werde auch Wolflink jetzt holen. Dass er mir hilft bei Gegnern mit Elektroangriffen. Weil dem ist es ja eigentlich ziemlich egal. In Gogo-Brücke. Sehr schön. So. Okay, los geht's. Guck mal, wie ich sehe, dass er sich tarnt. Der Wichser. Yeah, bring ihn um. Warum geht er auf mich? Oh, ich habe ihn getötet. Cool. La 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 la. 8 von 8. Ist ja nur ein Octorok. Hast du gerade ein Wildschwein umgebracht? Einfach so? Okay, los geht's. Wolfling. Wir müssen dem Weg folgen. Octorok ist egal.
Alle Octoroks sind egal. Aua. Auch wenn sie ein halbes Herz Schaden machen. Ziemlich egal. So, du greifst auch mit nichts an. Okay, der fliegt einfach mal weg. Was habe ich? Holzpfeil gekriegt. Okay, was ist das? Einfach nur eine Lampe. Okay. Ahu. Reisebogen. Ich nehme mal alles mit. Reiseschwert. Ja. Wie auch immer. Besser als nichts. Denke ich mal. Mighty Number 9 Style. Okay. So. Du kriegst jetzt richtig auf die Irme. Komm her. Komm her. So, was steht auf dem Pfeil drauf? Dorf des Oras. Dann sind wir jetzt schon fast da, anscheinend. Dem Schild nach. So, Octorok. Kann mir gestohlen bleiben. Können aber relativ gut zielen, leider. Ah. Ich renne, ich renne. Aua. Okay, also ich habe noch keinen einzigen Gegner gesehen, der mit Elektro angegriffen hat. Kommt vielleicht noch. Aua! Die können so hardcore gut zielen. Yo, Shidon, was geht? Tut mir leid, dass ich aus dem Wasser anspreche. Ich muss immer noch den anderen Bescheid sagen. Aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbare viele Monster rum. Gib Acht, mein Freund. Die Soras brauchen dich. Okay. Ich gebe Acht. Vielleicht auch 9. Au. Ach so, ich dachte, das wären große magnetische Steine. Ah, dann ist ja egal. Ich dachte mir so, wenn ich mit einem Stein rumlaufe, dann können die mir gar nichts. So. Sora-Flusslauf. Ja, das. Wow, 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 wow. Alter. Die kriegen jetzt was dafür ab. So. Hier ist ja gar keiner. Ah, der ist da. So. Geh mal weg, Alter. Ich besieg dich mit meinem Reiseschwert. So schlecht bist du. Bietet es hier Schutz vor Regen? In der Tat. Bringt uns aber gerade nichts, weil wegen, ja. Weil wegen. Der Typ hat einen Bogen. Heißt, der schießt Pfeile. Der hat ein nice Schwert, der hat ein nice Schwert. Ich will das Schwert. Komm her, ich will das Schwert. Ich will dein Schwert. Ja. Gib mir das Schwert. Soldaten, Zweihänder. Weg mit dem Scheiß. So, der macht gerade den Bogenschützen. Ah ne, das ist ein Axtkämpfer. Ein Boomerangkämpfer. So, okay. Boomerang brauche ich nicht. Pfeile, der hat Pfeile dabei. Sehr schön. Hohoho, kritischer Treffer. Komm, geh mal hier bitte weg. Komm, du hast bestimmt Pfeile. Okay, nur normale Pfeile leider. Xalbogen. Xalschild. Oh, Fische. Rostbarsch. Röstbarsch. Und nochmal Röstbarsch. Den werde ich mir gleich mal einverleiben. Wo ist er denn? Da. So. Hier kann man schön die Zeit vergessen. Ich glaube, ich warte mal bis zum. Hallo, ich will hier warten. Na, egal. Laufen wir einfach weiter, ist ja eh jetzt morgen. Meine Fackel würde ausgehen, ne? Ich muss erst den Typen besiegen, den Boss. Ich soll ja auf dem Pfad bleiben, meint er. Da werde ich ihm mal nicht widersprechen, vorerst. Oh, da oben ist noch ein Guy. Da sind zwei Guys. Den einen habe ich gar nicht gesehen. Der ist nämlich auch tot. Hat Pfeile dabei. Hat viele Pfeile dabei. Der hatte 10 Pfeile dabei. Vielleicht hat der auch ein paar. Ne, der hat keine.
Hier sind Kisten. Ist ja auch irgendwo ein Stein großer. Nope. Nope. Oh, wie viele Exalfos sind hier? What the? Nein! Nein, 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 nein. Nicht in der Pfütze stehen. Nicht in der Pfütze stehen, während die mit fucking Pfeilen auf dich schießen. Nicht in der Pfütze stehen, während die mit Donnerpfeilen auf dich schießen. Halt dein Maul! Und du auch! Du bist der Letzte. Du bist das Allerletzte. So. Der ist runtergefallen? Nee, nicht ganz. Sind das normale Pfeile? Ja. Okay, nehme ich trotzdem mal mit. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, wir sollen ja eigentlich dem Weg folgen, aber wir sind gerade ein bisschen zurückgelaufen. Blöd wäre es, wenn die mich halt in der Pfütze erwischt hätten. Alter, Wolflink, please. Okay. Da liegt ein Bogen. Ah, ich versuche trotzdem einfach mal dem Weg zu folgen. Hier können die mich eigentlich relativ gut überfallen. Hey, ich bin hier, hier! Wo, ich sehe dich nicht. Im Wasser wahrscheinlich wieder, ne? Ja, natürlich. Shidon. Tut mir leid, dass ich so über die Distanz anschreie. Bis zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Ich weiß, ich habe es leicht, hier schwimmen im Fluss und so und shit. Nur nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das! Danke, Mann. Das finde ich nett. Das finde ich nett, dass der immer wieder reincheckt, so... Jo, wie geht's? Was? Wie geht's? Wie steht's? Und dann einfach so sagst du, ey, du schaffst es schon, du kriegst es hin. Das finde ich sehr nice von dem. Muss ich sagen. Ich dachte zuerst, es wäre so ein riesen Arschloch, aber... Nö, ist ein ganz nicer. Ganz nicer Dude. So, die Dinger brauche ich eigentlich nicht. Obwohl, wenn ich irgendwas gelb färben will vielleicht... Kann sein, dass ich dann was brauche davon. Macht ja auch nicht viel Inventor Space weg, ne? Oh. Nein! Okay. Okay. Shit. Wolfling, wie wär's denn, wenn wir mal ein bisschen Pause machen? Vorerst. Und uns ein wenig entspannen bei einem schönen Lagerfeuer. Wie wäre es? Was würdest du dazu sagen, mein guter Freund? Ja, was würdest du dazu sagen, wenn wir hier bis mittags warten und hoffen, dass der Sturm aufgehört hat? Wie wäre das? Sehr nice. Nein, ist nicht fertig. Es ist einfach nur hell. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht sterbe. Ich muss den Gegnern ausweichen. Wolfling, du schaffst das. Ich kann nichts machen. Aua, aua, die werfen mit Steinen. Wolfling, los! Mach was! Ich kann nichts machen, sonst werde ich vom Blitz getroffen. Ah, es blitzt gar nicht mehr. Okay, einer ist down. Wolfling, du schaffst das. Yes.
Sehr, sehr nice. Holzpfeile galore. Das ist natürlich nice. Shield Surfing. Ja. Aber hier hätte ich Pause machen können auch. Gut, aber es scheint, als würde es nicht mehr donnern, blitzen gerade. Also kann ich wieder meine gute Kombi machen. Und meinen Bogen kann ich auch ändern. So. Ah! Oh. Oh. Nope. Wie wär's mit nein? Rostbarsch, Rostbarsch, Rostbarsch. Gut. So. Oh, das ist eine Kiste. Kann ich die von hier... Ah, eine Cutscene wieder. Hey, Link! Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ich glaube an dich, Link. Den halben Weg. Holy shit. Wie lang ist dieser Weg? Oh. Okay. Da ist eine Kiste. Die will ich. Pfeile. Okay, es regnet. Ich kann da also nicht hochklettern. Heißt, ich bin ein bisschen gefickt. Ich hoffe mal, dass ich da hochkomme. Wenigstens. Ja, okay, gut. War jetzt nicht so das Problem. Das ist nice. Ich muss halt wirklich aufpassen auf die Wettervorhersage. Wenn die eine Sekunde lang sagt, Blitz, alles ausziehen. Am besten nackt rumlaufen. Das wäre so viel einfacher, wenn ich da einfach hochklettern könnte, aber nein. Was suchst du denn? Suchst du etwa eine Waffe? Ja, kannst du knicken. Oh, ich könnte was kochen. Oh ja, du kannst dir ruhig Fisch gönnen. Ah, schon okay. Hier oben, du Honk. Ah! Wollte ich nicht. Jo. Okay, gönn dir Fisch, wenn du willst. Ah, nee, du hast ja gegessen. Wollen wir irgendwas kochen? Was haben wir denn für neue Zutaten? Ja, wir machen mal... Schwertkrabbe, Rüstungskrabbe. Maximuschel. Meeresteller wollte ich zusammenstellen. Ja, klingt gut. Und? Riesenfischspieß. 10 Herzen. Okay. Apfel. Und Pfeile und Apfel und ja, USW. Hey, es regnet gar nicht. Was ist da los? Ne, ehrlich, was ist da los? Bringt mir nichts. Obwohl. Kann ich den mitnehmen? Nein, auch nicht. Okay, dann ist egal. Kann ich einen von denen? Nope. Alles klar. Ist egal. Das heißt aber, dass da oben ein, zwei Gegner sein könnten. Wow, 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 wow. Das war knapp. So. Wer auch immer den geschubst hat, Alter, der ist jetzt dran. Das ist jetzt fällig. Und wehe es, was du. Das werde ich niemals verzeihen. Sora-Lanze. Nice. Meine Waffentasche ist voll. Keck. Was kann ich denn entbehren? Den hier. Weg damit. Ich nehme lieber die Sora-Lanze. Die ist nämlich cool. Die sieht nämlich cool aus, vor allem. So, zwei Ender, da sind noch Kisten. Das sind Krogfächer. Brauche ich auch nicht. So. Cool. Okay. Da waren Rubine drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich konnte mit meinem Ding die Kisten am Arsch machen. Das ist auch ziemlich okay. So. Och, nö. Warum ist denn der jetzt schon wieder tot?
So. So. Apfel.